ein Grip-Moderator und sein Traumwagen. Dieser Sound. Matthias Malmedy ist vom neuen Bentley Flying Spur schwer beeindruckt. Groß, luxuriös und dank Biturbo V8 auch richtig schnell. Diese Limousine bietet alles, was das Autoherz begehrt. So, liebe Leute, ich muss euch was sagen. Ich bin verliebt. Ich habe ein neues Lieblingsfahrzeug, und zwar diesen Bentley Flying Spur V8. Dieses Auto kann alles. Ein Mann braucht nicht mehr Auto als dieses Fahrzeug. Wer zum Bentley-Händler geht und 215.000 Euro auf den Tisch legt, bekommt diese Luxusjacht auf Rädern. Über 5 Meter lang und satte 2 Meter breit, ohne Spiegel. 295 km/h in der Spitze und 507 britische Pferdestärken. Im Kaufpreis natürlich inbegriffen, eine üppige Ausstattung aus edlen Materialien für allerhöchsten Komfort. Der ist Luxus, der ist Sportwagen, der ist alles. Der kann schnell, der kann langsam, der kann gemütlich, der kann luxuriös. Das ist die Allzweckwaffe. Bist du da sicher, Matthias? 100%. Für so viel Geld? Ja, 215.000 Euro ist doch gelacht, oder? Das Auto ist schon teuer. Ja, 215.000 Euro ist jetzt nicht das Superschnäppchen. Aber wenn du bedenkst, dass dieses Auto wirklich alles kann, dann ist es wieder okay. Ich denke, mit 3 verschiedenen Fahrzeugen, die insgesamt kosten gleichen Preis als dein Auto, mache ich dich mit meinem Fahrzeug dein Auto kaputt. Oder das du kaputt. Ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich denke, ich habe eine gute Chance. Die Bentley Challenge. Matthias Flying Spur kostet 215.000 Euro. Für diese Summe besorgt sich Cindy Allemann 3 Fahrzeuge, mit denen sie den Bentley in 3 Disziplinen platt machen will. Die erste Kategorie: Beschleunigung. Wie schlägt sich der englische PS-Protz im Duell gegen einen richtigen Sportwagen? Außerdem: schnelles Reisen. Ist der Bentley wirklich das ultimative Langstreckenfahrzeug? Und kann er gegen ein Fluggerät gewinnen? Und natürlich: Handling. 2,5 Tonnen auf der Rennstrecke gegen einen japanischen Kurvenkünstler aus dem Rallye-Sport. Machen wir so. Ich vorschlage, wir machen Challenges. Erste Challenge: ein Rennen gegeneinander. Ein Rennen mit einem Bentley? Ja, okay. Und zwar ein Beschleunigungsrennen gegen den amerikanischen Dampfhammer. Die Corvette C7. 466 PS hämmern die V8 Stingray in nur 4,2 Sekunden auf Tempo 100. Innen gibt's ebenfalls Leder und Luxus. Die 7 Gänge wollen allerdings von Hand sortiert werden. Preis: knappe 70.000 Euro. Entspannt und siegesicher fährt Matthias im Bentley zur Startlinie. Seine Taktik? Ich latsche einfach drauf. Die Cindy muss schalten. Und ich mache einfach nur. Ja, Gentleman-like halt, ne? Nun ja, ein echter Gentleman hätte auf besseres Wetter gewartet. Denn mit Allradantrieb hat der Bentley bei Nässe einen kleinen Vorteil. Dafür ist Cindys Hecktriebler rund 900 Kilo leichter als der Flying Spur. Los geht's! Oh la 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 la. Viel zu viel Wheelspin beim Start. Eia, caramba. Ah, goodbye, Cindy. Wir sind vorne. Vorne, 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 vorne. Und das deutlich. Der Bentley schiebt sich vehement über die Viertelmeile. Cindys Corvette hat nach den Traktionsproblemen am Start zwar wieder richtig Grip, doch Matthias bleibt vorne, 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 vorne. Der Bentley gewinnt das Rennen. Ich sag ja, der Flying Spur kann alles. Der kann einfach alles. Der macht sogar eine Corvette C7 nass. Wenn's nass ist. Wenn's trocken ist, sieht's, glaube ich, wieder ganz anders aus. Aber heute ist es halt nass. Englisches Wetter, englisches Auto. Bäh. Ich weiß. Alles okay. Du hast gewonnen. Ah ja. Danke, liebe Cindy. Matthias freut sich über den ersten Sieg. Verliererin Cindy hat noch 145.000 Euro, um den Bentley in den nächsten beiden Duellen zu schlagen. Ich hab verloren. Du hast verloren, genau. Was machen wir jetzt? Ich habe noch ein Challenge, und das ist schnelles Reisen. Cruisen. Schnelles Reisen, das kann keiner besser als mein Bentley. Ja, ich weiß, es kann schon gut, aber ich kann das noch toppen. Ja. Ich besorge mich mein Auto, und wir treffen uns wieder, ja? Ja.
Die nächste Challenge ist schnelles Reisen. Ich denke mal, dass Cindy mit irgendwas Ähnlichem kommt. Weiß ich nicht, S-Klasse, 7er BMW, Audi A8, irgend sowas in der Richtung. Ich denke, der Matthias, er wird wirklich große Augen haben, wenn ich ankomme mit meinem Ding da. Also, es ist richtig schnell. Und ich freue mich, weil er erwartet gar nicht dieses Auto, dieses schnelle Auto, dieses fliegende Auto. Das fliegende Auto fällt in die Kategorie Luftfahrzeug. Doch davon weiß Matthias noch nichts. Cindy, was ist jetzt mit deinem Superauto? Ja, was? SLK oder was? Nein. Da hinten steckt er. Das Flugzeug? Ja. Du bist ein Fuchs. Und Flugschein hast du auch nicht, oder? Nein, Stanko hat aber. Stanko. Alles klar. Also ihr beide gegen mich im Bentley. Ja, genau. Ich und Stanko im Flugzeug, du im Auto. Du fährst, ich fliege und wir fahren die gleiche Strecke. Vom schwäbischen Tuttlingen geht es nach Jesenwang, westlich von München. Eine Strecke von 200 Kilometern. Okay, seid ihr bereit? Wir sind bereit. Let's go? Gut, let's go. Ich muss euch etwas verraten. Ich habe eigentlich Angst vor Höhe. Und wenn ich habe mich den Flugzeug ausgewählt, um den Matthias zu schlagen, habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich wirklich die Zähne zusammenbeißen. 80 PS entwickelt Cindys Flugzeug, eine Sky Arrow 650 TC. Klar, an Bord gibt's weniger Luxus als im Bentley, aber dafür kostet der Flieger mit 80.000 Euro deutlich weniger als das Auto. Gleichzeitig starten beide am Flughafen. Der große Vorteil für Cindy, in der Luft gibt es keine Geschwindigkeitsbegrenzungen und deutlich weniger Verkehr. Aber mit dem Flugzeug können die ja nur so 100, 110, 120 fliegen, ne? Und so ein Durchschnitt müsste doch eigentlich zu schaffen sein, 120 Stundenkilometer. Ja? Mit meinem kleinen schicken Bentley 295 dann nachher auf der A96. Und dann klappt das doch. Ganz einfach. Durchaus siegesicher, Herr Malmedy. Aber genauso selbstbewusst sind Cindy und Stanko, einige Meter über der Landstraße. Hey, da ist der Matthias. Wir sehen uns auf der Landstraße. Wir haben natürlich einen riesigen Vorteil, weil wir haben keine rote Ampel. Wir haben kein Verkehr. Wir müssen uns nie anhalten. Und er hat viel Lastwagen auf die Landstraße. Deswegen, ich denke schon, wir werden das schaffen. Lastwagen. Genau, die entwickeln sich tatsächlich zum Problem für Matthias. Du fährst am 80er-Schild vorbei, er fährt nur 70 und er fängt jetzt auch noch an zu bremsen. Hier ist 80, Junge. Nick Flüppe, aus! Da ist noch ein LKW davor. Und Cindy, die freut sich. Langsam aber sicher erkämpft sich der Flieger einen kleinen Vorsprung. Das miese Wetter und der Allradantrieb nutzen Matthias momentan nichts. Doch dann die Autobahn. Jawohl! Jetzt können wir hoffentlich ein paar Meter gut machen hier. Jetzt links abbiegen. Ja, mein Schätzchen, das mache ich sehr, sehr gerne. So, S. Oh. Ist das göttlich. Endlich kann der V8 Biturbo zeigen, wo er sich am wohlsten fühlt. Auf der linken Spur. Matthias gibt dem Engländer auf der Autobahn ordentlich die Sporen. Wenn Cindy mit ihren 80 PS da oben rumplätschert, hacken wir hier richtig rein. Ne? Ich denke, wir haben den Matthias wieder entdeckt. Der hat ein bisschen aufgeholt, leider. Hey, Stanko, was ist los? Wir müssen Gas geben. Stanko holt zwar alles aus dem kleinen Flieger raus, doch mittlerweile liegt der Bentley in Führung. 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 werden Ihnen hier gerade serviert im fünften Gang, 200. Und nach Gang Nummer 5 kommen beim Bentley noch 6, 7 und 8. Ich sage es Ihnen, man braucht nicht mehr als ein Auto, man braucht nur einen Bentley Flying Spur und dann ist man glücklich. Es sei denn, Cindy Alemann kommt vor einem an. Das wäre jetzt nicht so gut. Was haben wir denn noch?
62 Kilometer. Der Bentley muss allerdings die letzten 12 Kilometer wieder auf die Landstraße. Die Chance für Cindy und Stanko, an Matthias vorbeizuziehen. Da vorne sind sie. Da vorne sind sie. So, ich leg noch mal einen drauf. Ist das schon Sinkflug oder peilt er noch den Flughafen an? So, Jesenwang, Ortsgrenze. 50. Wieso muss ich denn jetzt durch Jesenwang noch durch? Da ist der Flugplatz schon ausgeschildert, sehr gut. 80 PS in einem kleinen Flugzeug gegen 507 PS im Bentley. Cindy muss diese Challenge gewinnen, sonst hat sie ihre Wette bereits nach dem zweiten Duell verloren. Mach die Schranke auf, mach die Schranke auf. Schranke auf, bitte! Wer ist zuerst auf dem Flugplatz? Wo ist sie denn? Ist sie schon da? Ist sie schon da? Ich pack es nicht. Das glaub ich ja wohl nicht. Merde! Ach, Cindy. Hey, wo warst du denn? Ich war im Verkehr. Matthias hat verloren und Cindy freut sich. Für die letzte Challenge bleiben ihr 65.000 Euro. 100 Kilometer über die Landstraße. Das war toll zu schauen von oben. Wahnsinn. Ein Kuhdorf nach dem nächsten. Ich stand mehr, als dass ich gefahren bin, so ungefähr. Da kann der Bentley natürlich seine Stärken nicht so ausspielen. Aber ist okay, die Challenge hast du gewonnen. Es kommt ja noch was, oder? Hast du noch eine? Aber hallo. Für das alles entscheidende Duell hat sich Cindy eine echte Waffe ausgesucht. Den Subaru Impreza WRX STI für 45.900 Euro. Allrad und 300 PS katapultieren die Knallbüchse in 5,2 Sekunden auf 100. Eine Pattsituation mit dem Bentley. Aber der Impreza trägt über 900 Kilo weniger Gewicht auf den Rippen und Rallye-Gene darunter. Ein echter Vorteil in den Kurven? Meine Chancen jetzt gegen den Subaru ist ganz schwierig einzuschätzen. Ich kenne diese Autos wie den Mitsubishi Evo 10 auch nur als ja, so richtige Rallye-Knallbüchsen, die sauschnell sind in den Kurven. Dieser Bentley hier ist ja für schnelle Kurvenfahrten gemacht, aber nicht für die Rennstrecke. Ich vertraue mein Auto und ich denke in die Kurve. Das Auto liegt so gut auf der Straße und auch bei den Bremsen, weil ich eigentlich 1000 Kilo weniger wiegt als seinem Auto. Aber ich schon eine gute Chance. Impreza gegen Bentley, Allrad gegen Allrad. Der Kurs hat es in sich. Enge Kurven und eine lange Gerade, auf der beide weit über 200 km/h fahren können. Am Wendepunkt müssen Cindy und Matthias dann voll in die Eisen steigen. Gefahren wird nur eine Runde. Das ist der Start im Bentley und der Subaru ist weit, weit hinten. Start war sehr gut. Weil er hat automatisch, ich nicht, aber dann die Beschleunigung, er ging einfach weg. Jetzt ich komme zurück auf die Bremse und in die Kurve auch, aber sein Ding geht auch gut in die Kurve, du. Puh. Cindy kämpft sich in den Kurven wieder an den Bentley heran. Jetzt geht es zur Highspeed-Fahrt auf die lange Gerade. Eia, scheiße. Los. Also die 300 PS können trotz der 1000 Kilo, die der hier schwerer ist, nichts. Ich sehe die Cindy gar nicht, weil mein Heck so weit hoch geht. Cindy prügelt den Impreza durch die Spitzkehre. Jetzt kommen nur noch Kurven. Hier sollte der Subaru einen Vorteil haben. Kann Cindy kurz vor Schluss noch am Bentley vorbeiziehen? Ich glaube das nicht. Also ich meine, so ein WRX STI ist echt eine Knallbüchse, ne? Aber der Bentley ist einfach schneller. Die Reifen des Bentley wimmern um Gnade. 2,5 Tonnen schieben sich durch die letzte Kurve. Er will es nicht, aber er kann es. Yeah! Der Bentley gewinnt das Rennen gegen den Rallye Subaru. Nein! Cindy, was war los? Das hier ist das schnellste Auto auf der Rennstrecke. Das ist aber wenig jetzt. Was? Ja. Was hast du gemacht? Hat er es gewonnen? Du bist einfach zu schnell. Matthias gewinnt die Bentley Challenge mit 2:1.
Aber eine Frage bleibt. Konnte der Flying Spur auch Cindy überzeugen? Ja, der ist schon schön, ne? Ich denke, ich bin noch ein bisschen zu jung für dieses Auto. Deswegen bin ich nicht 100% überzeugt. Vielleicht, wenn ich bin in der Alter von Matthias. Okay, das war's. Gefällt mir das Auto. Es reicht. Ich habe keine Lust mehr. Matthias, lass dir keine grauen Haare wachsen und genieß deinen Triumph im Bentley.